Das 9-Euro-Ticket ist schon seit einem Monat schon draußen. Und ich wollte euch hier einfach nochmal ein kleines Fazit von mir selber geben, wie ich aktuell das 9-Euro-Ticket finde. Erstmal die Sache, es ist alles erstmal persönliche Meinung und Meinungen, die ich so gehört habe von anderen Personen. Ich selber muss sagen, ich habe das 9 Euro sehr gut. Ich finde das sehr gut, wie es aktuell gekommen ist, weil du kommst relativ einfach von A nach B und doch relativ zügig. Auch wenn viele sagen, die Züge sind doch überfüllt, überfüllt, überfüllt. Da muss ich echt wirklich sagen, teilweise ja, teilweise auch nein. Bei manchen Sachen habe ich irgendwie das Gefühl, das wird einfach zu übertrieben, auch von den Medien teilweise. Teilweise sage ich ja, bei manchen Züge macht ist da auch wirklich wahr, dass die Züge auch wirklich rammelvoll sind. Aber ich selber bin ja auch schon ein paar Mal zum Beispiel nach München, nach Saalfeld, sonst wo hingefahren. Und ich selber muss sagen, so voll habe ich echt nicht wirklich in Erinnerung gehabt. Da hatte ich echt eher um davor mal irgendwie vor das 9-Euro-Ticket kam, so um ja, 0 Uhr, 1 Uhr, da war das mal sehr, sehr voll. Aber sonst so muss ich echt wirklich sagen, kommt das mir da nicht vor, dass echt so voll ist. Man hört natürlich hin und wieder, hier Polizei musste Züge räumen und Co. Okay. Aber solche Maßnahmen gab es auch schon vor Jahren. Ein kleines Beispiel, da war auch eine Städtetour oder irgendwo anders, da musste der Zug auch schon fast beinahe geräumt werden, weil ich einfach so voll wie sonst was war. Und das war vor ein, zwei Jahren oder drei. Darum sag ich, teilweise wird da von den Medien teilweise übertrieben, meine Meinung. Und aber es ist trotzdem eine coole Aktion mit dem 9-Euro-Ticket quer durch das ganze Land zu reisen. Man sollte eben ein bisschen Zeit einplanen, aber das ist alles möglich. Und ich sag dann so, hab noch eine schöne, gute Fahrt. Auch die kommenden 1,5 Monate 9-Euro-Ticket. Und bis dahin hoffe ich mal, gibt echt keine gravierenden Vorfälle. Wenn doch, dann werdet ihr es in den News der Woche erfahren. Damit macht's gut, bleibt gesund, ciao.